Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Sky. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seht es hier auch schon an meinem Equipment. Es fehlen einige Sachen. Gestern ist es denn nämlich ziemlich rund im Livestream gegangen, ja. Also wer das verpasst hat, kann sich gerne die Wiederholung von gestern anschauen. Wie gesagt, halt, wenn die Leute das verpassen, dann tut's mir wirklich leid, Leute. Aber dann müsst ihr auch anfangen, ein bisschen die Streams aktiver zu verfolgen. Weil ich denke auch nicht bei allem immer daran, das aufzunehmen. Vor allen Dingen auch dann daraus noch ein richtig gutes Video zu schneiden. Da fehlt mir einfach ein bisschen die Zeit auch für, wenn ich so viel streame und aufnehme und hochlade. Deswegen, also wer das verpasst hat, kann sich gerne die Stream-Wiederholung ansehen. Und ansonsten, wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen, regelmäßig auf jeden Fall den Livestream einzuschalten. Weil dann verpasst ihr sowas nicht. Ja, gestern ist es ein bisschen eskaliert. Revi hat Denas Haus, um es mal so zu sagen, gesprengt, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass Dena nicht darüber Bescheid wusste, weil das gestern echt heftig eskaliert ist. Also, selbst mein Stuff ist dabei weggegangen. Und das ist folgendermaßen entstanden. Das war noch, bevor Revi Denas Haus gesprengt hat. Ich sollte irgendwie Dena ablenken, dem ein Geschenk geben oder so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich den dann zu uns gelockt, habe gesagt, so, ja, wir haben ein Geschenk für dich und so. So richtig dumm. Dann war ich einmal ganz kurz auf dem Desktop, weil ich die Musik ausmachen wollte. Und irgendwie hat Dena mich die ganze Zeit gehauen, weil der gedacht hat, ich war AFK oder so und hat mich damit dann getötet durch seinen Geschlage. So, auf jeden Fall bin ich letzten Endes dann, Ende der Geschichte gestorben und Dena hat meinen ganzen Stuff eingesammelt und hat mir dann irgendwie nur ein bisschen was zurückgegeben. Meine Schuhe sind jetzt auch irgendwie weg. Ich habe keine Ahnung, was genau alles passiert ist. auf jeden Fall komplettes Chaos, durcheinander. Also, wie gesagt, halt, alles ist weg. Und einen Teil hat er mir wiedergegeben und beim anderen Teil habe ich dann gedacht, so, okay, den hat Dena nicht eingesammelt, weil ich zeige euch mal, wo er mich getötet hat. Genau. Ich bin davon ausgegangen, dass Sachen runtergeflogen sind, weil er hat mich genau da unten an diesem Holzding hier getötet, wo ich jetzt hinfliege. Genau hier hat er mich getötet. Also hier stand ich so ein bisschen AFK, war hier dann den Sound am Einstellen, hier hat er mich getötet und ich habe gedacht, ein Teil ist hier runtergefallen und weg. Hat er auch gesagt, wer passiert. Ist letzten Endes aber nicht so gewesen. Er hat mich verarscht und hat meinen ganzen Stuff behalten. Dann hat Revi sein Haus gesprengt. Und dann hat Dena irgendwann Revi mit meinem Cleaver getötet. Jetzt gerade mache ich mir einen neuen. Und Ende vom Lied war dann wirklich, dass am Ende der ganze Stuff dann wirklich echt weg war. Und dann war ich echt ein bisschen hart angepisst, muss ich mal so sagen. Normalerweise ärgere ich mich über sowas nicht, aber das war wirklich mega, mega unnötig alles. Auch, dass Revi da Dena sein Haus so heftig gesprengt hat, ja. Ich habe gedacht, da geht ein, zwei TNT vielleicht hoch, ja, dass das noch verkraftbar ist. Aber dann ist die ganze Bude uns um die Ohren geflogen, ja, der Server erstmal abgestürzt. Gestern, also, reinste Chaos, also, dann war gestern wirklich absolute Chaos. Chaos-Livestream, so wie man es aus Craft Attack zum Beispiel kennt. Und ja, ich kann jetzt anfangen, meinen kompletten Cleaver neu hochzuziehen, der ist so gut wie fertig. Ich habe schon angefangen, ein paar Terra-Steel-Ingots zu machen, da fehlen jetzt noch zwei Stück. Dann kann ich mir die Brust und die Schuhe machen, dann muss ich alles wieder neu verzaubern und. Und dann haben wir den ganzen Stuff endlich am Ende wieder. Also auf jeden Fall absolutes Chaos gestern und wer sich jetzt ärgert, dass er es verpasst hat, tut mir wirklich leid. Da müsst ihr in Zukunft dann anfangen, die Livestreams aktiv zu schauen. Das kann ich leider nicht ändern, denn ich kann euch nicht immer sagen, wann genau im Livestream irgendwas passiert oder wann nicht. Ja, da müsst ihr dann selber drauf achten, dass er die Streams dann aktiv halt verfolgt, ne? Und ja, auf jeden Fall war es ziemlich witzig auch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir brauchen, glaube ich, einen Diamant, einen Goldblock und einen Diamant geht rein. Und ich glaube, einen Diamant und einen OP-Goldapfel. Ich glaube, irgendwie so war das mit den Upgrades. Dann kriegen wir den auf jeden Fall schon mal ziemlich hoch, den Cleaver. Wir müssen jetzt nur mal ganz kurz schauen. Ich glaube, Diamanten hatte ich hier in einer Kiste, ja. Sehr schön. Ich habe auf jeden Fall schon genug Quarz, um den komplett abzugraden. Also da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, jetzt haben wir nochmal einen Modifier. Nice, jetzt können wir da noch mal ein bisschen was reinhauen an Schärfe. Ja, und Gold müssen wir schauen. Da muss ich dann halt erstmal jetzt auf ordentlich viel Gold kommen, damit wir da dann definitiv auch genug haben. Der hat jetzt schon 37 Attack Damage. Ja, wenn ich den jetzt noch einmal erweitere, dann müsste der auf 44 kommen. Und dann habe ich ihn wieder da, wo ich ihn haben wollte. Ja, dann fehlt mir eigentlich nur noch ein Nether Star. Dann kann ich den noch einmal upgraden und dann ist er richtig, richtig heftig.
Aber dafür müsste ich erstmal nochmal einen Wizard töten. Da muss ich mal Zinus fragen, ob er mir demnächst mal 3 Wizard-Köpfe vielleicht entbehren könnte. Das wäre natürlich eine ziemlich sicke Sache auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genügend Gold habe, dass wir genügend, ja doch, kriegen wir hin. Wir kriegen genügend Goldblöcke hin, sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt einen OP-Goldapfel machen. Was habe ich jetzt reingetan? Ach so, den Cleaver. So, zack. Oh, dieses Portal, ne, das ist echt übel mit seinem Sound, Junge. Das rastet so aus. So, zack. Sehr schön, dann haben wir den auch. Ja, ich glaube, da musste ein Diamant oder ein Diamantblock rein. Weiß ich jetzt nicht genau. Müssen wir gleich testen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ist der ganze Stuff weg. Ich werde jetzt nach und nach versuchen, mir alles neu zu craften und mich wieder ein bisschen aufzubauen. Und dann widme ich mich dem Dieselgenerator und ich werde mich ab sofort, ich sag das schon mal hier, alles, was irgendwie mit Revi und Sprengen und so zu tun hat in Zukunft, da werde ich mich ganz stark, wirklich ganz stark, Leute, von distanzieren, ja. Das heißt also, wenn Revi irgendwas wieder geplant hat, an die Leute, die gerne das Chaos lieben und das lustig finden, ich werde mich da nicht mehr einklinken, Leute. Ich halte mich ab sofort, was das angeht, von solchen Aktionen, von jeglichen Aktionen, die da unter Revi seinem Namen geplant werden, fern. Weil jedes Mal, wenn man was mit Revi macht, bedeutet das am Ende einen Toten. Oder dass irgendwas eskaliert, ja? Und das gibt nur Ärger und da habe ich keine Lust drauf, um es mal so zu sagen. So, zack, jetzt haben wir die Dinger auf jeden Fall schon mal fertig. Dann haben wir den Cleaver. Ja, 42 Attack Damage ist, glaube ich, ja, genau. 42 ist das, wo ich letzte Mal war. So, zack, zack, zack. Wenn wir dann den Nether-Star reinhauen, kriegen wir den auf 47. Das ist das Höchste, glaube ich, was man fast schaffen kann mit einem Cleaver. Ich glaube, ein besserer wäre nur noch, wenn man die Klinge aus Menulin macht. So, jetzt müssen wir mal eben ganz kurz schauen. Wir müssen ein paar Hammer machen. Die brauchen wir nämlich für unseren Autonomous Activator. Denn der ist ja fleißig da immer unten am Rackern. Der kümmert sich darum, dass wir hier genügend Stuff am Start haben nachher. So, zack, zack, zack. Dann machen wir jetzt nochmal hier eben 2 Sticks. So, zack und zack und zack. Dann brauchen wir nämlich nochmal einen Hammer. So, und dann können wir das ganze Holz hier wieder reinräumen. Sehr schön, dann haben wir die ganzen Hammer am Start. Dann können wir die nämlich in den Autonomous Activator ballern und dann holt er nochmal ein bisschen da Gravel raus. Ja, und den Gravel werde ich immer zu Compress Gravel machen und dann durchlassen. Und so wird sich unser Vorkommen, was Erze angeht, immer mehr erweitern. Ja, also hier so zack, zack, zack. Sehr schön. So, und da wird sich das auf jeden Fall immer weiter aufstocken, das ganze Vorkommen hier. Und dann haben wir nämlich mehr als genug am Stissel nachher. Ja, da müssen wir mal gucken. Hier habe ich eine Kiste schon angefangen. Hier ist schon ein bisschen Zinn und so drin. Eisen müssten wir eigentlich auch noch genug haben. Ich guck mal gerade ganz kurz. Moment, ich habe aber noch 36 Eisen. Die kann ich hier schnell noch reinklatschen. Ja, hier haben wir schon mal wieder 15 Stahl am Start. Das ist nämlich auch so eine Sache. Stahl. Stahl brauche ich ganz, ganz dringend. Deswegen lasse ich die ganze Zeit ihr auch immer schön fleißig produzieren. Und dann gucken wir mal letzten Endes, was ich da so bei rumbekomme. Ich habe jetzt schon ein bisschen Stahl unten reingeräumt. Müssten schon wieder so an die 100 sein, die wir mittlerweile haben. Ja, 132 sogar. Ja, und wir haben noch 282 Eisen. Also das Eisenvorkommen, das stockt sich dann auch so langsam, aber sicher auf. Ich werde auch versuchen, diese Pflanzen hochzuzüchten, mit denen man dann Erze produzieren kann. Weil die gehen ja noch mehr ab. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Das werde ich dann auch jetzt demnächst machen. Aber das erste Ziel sollte natürlich sein, dass wir einen Biodieselgenerator hinbekommen. Damit wir einfach den Stuff schon mal am Start haben und ich mir da keine Sorgen mehr machen muss. Guck mal, wie weit die Mana-Produktion oben ist, ob wir da schon wieder ordentlich Mana in so einem Mana-Pool drin haben, weil, ja, mir fehlen nur noch 2 Terra-Steel-Ingots, nee, sogar 4 fehlen mir, denn dann kann ich nämlich Schuhe, Brust machen, dafür brauche ich jeweils immer 3 und dann brauche ich noch einmal 2 für das Schwert. Dann habe ich alles wieder und dann werde ich wieder Stufe 30 farmen und dann die Sachen verzaubern und so. Und dann bin ich wieder bei meinem alten Stand, was das Gear angeht. Und dann können wir uns auf jeden Fall wieder dem Biodiesel-Generator widmen. Ich muss auf jeden Fall mal schauen, Leute. Denn momentan, muss ich auch mal ganz kurz ansprechen, ist so ein bisschen bei mir die Motivation flöten gegangen für insgesamt YouTube und Twitch. Ich bin momentan echt so ein bisschen, ja, demotiviert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie keinen Spaß am Spielen habe. Das liegt eher daran, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also in der Community sind einige Leute, die echt einfach, mir geht das so auf die Nerven einfach nur.
wenn ich zum Beispiel Videos hochlade, wie gestern Crosscode, ja, ich habe ja schon in dem Video davor erklärt, in Craft Attack war das, glaube ich, dass ich kein Horizon Zero Dawn hochladen kann, und das habe ich auch auf Twitter gepostet, dass ich kein Horizon Zero Dawn hochladen kann aktuell wegen der Capture Card. Ist ja auch, denke ich mal, mehr als verständlich. Also ich kann das nochmal ganz kurz hier ansprechen. Das Problem ist, ich habe ja meinen neuen PC wieder. Da wurde ja jetzt die Wasserkühlung eingebaut. Unter anderem habe ich das gemacht, damit ich mehr Platz im PC habe, wegen auch der Capture Card. Und weil bei den Grafikkarten, das war das größte Problem, die Zotac Extreme Edition Grafikkarten, sage ich auch ganz offen, würde ich niemanden einfach so empfehlen zu kaufen. Macht es auf keinen Fall. Die Extreme Edition Grafikkarten haben nämlich, wenn ihr die standardmäßig kauft mit den Luftkühlern, so krasse Kühler drauf, dass die Karte durchgebogen ist. Die ist gebogen im Sockel. So ein bisschen wie so eine Banane in der Art. Und das ist auf Dauer für die Grafikkarte hundertprozentig nicht gut, wenn die dauerhaft unter so einer Belastung steht, dass sie so durchgebogen ist, ja. Vor allen Dingen zwei Stück davon einzubauen, ist komplett sinnfrei. Das macht absolut gar keinen Sinn. Ja, okay, meine Blume ist noch da, dann machen wir eben ganz kurz schnell, weil ich finde jetzt gerade nicht mein Wood-Ding da. Auf jeden Fall ist das auf Dauer auch nicht gut für die Grafikkarte, und das war ein Grund, warum ich auch eine Wasserkühlung drin haben wollte, damit einfach die Grafikkarten vernünftig im Sockel sind. So, das Ding ist aber, der alte PC, der hat die Capture-Card erkannt, da ist Windows 7 drauf. Und jetzt beim neuen PC, der zeigt an, es ist ein unbekanntes Gerät drinne, aber egal welchen Treiber ich installiere, er erkennt diese Capture Card nicht. Sie funktioniert einfach nicht. Und das ist das größte Problem. Ich kriege sie einfach nicht zum Laufen, egal was für Treiber ich installiere. Da auch mal, ja, großes Lob an Avamedia, dass die da ihre Hardware so auf dem neuesten Stand halten, ja, dass man sich da eine Capture Card für 100 Euro kauft und dann geht man auf einen aktuellen Windows-Stand und dann funktioniert die ganze Karte einfach nicht mehr. Also ich habe da im Internet gegoogelt und so, und die meisten Leute haben geschrieben, sie gehen davon aus, warum die nicht erkannt wird, weil es liegt an Windows 10, weil einfach das nicht kompatibel ist miteinander. Jetzt habe ich mir eine neue Capture Card gekauft, ja, die auf jeden Fall auf Windows 10 läuft. Die war auch ein bisschen auf Empfehlung hin von Dalucard, habe ich mir die geholt. Ist wieder eine Avamedia, aber er hat gesagt, die ist einwandfrei. Die benutzen alle Let's Player, mit denen er sowas zusammen macht, zum Beispiel PeteSmeet oder so. Und die haben alle kein Problem mit dieser Capture Card. Und ja, auf die Empfehlung habe ich mich jetzt mal verlassen, weil Dalucard ist schon jemand, ich weiß, wenn der irgendwas schlecht findet oder so, würde er das definitiv auch mir sagen. Vor allen Dingen so, ohne jetzt, dass Zuschauer das groß mitkriegen oder so, würde er mir definitiv sagen. Er hat mir auch ein paar Macken gesagt, dass sie zum Beispiel wegen der Stromversorgung, dass das Problem wohl ist, wenn man mit der mal aufnimmt, dann Pause macht, 2-3 Stündchen und dann wieder aufnehmen will, dass man mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich einen Bluescreen bekommt. Wenn das passieren sollte, hat er gesagt, dann weiß ich, woher es kommt. Gut, liegt, denke ich mal, ein bisschen auch mit Mainboard zusammen, ob die Stromversorgung da gut passt und alles, weiß ich jetzt nicht genau, da habe ich ja ein etwas Neueres, also mache ich mir da erstmal keine Sorgen. Ey, Digga, wir haben ja einfach keine Axt irgendwo in der Kiste rumfliegen. Revi hat hundertprozentig auch die Lumber-Ex, die ich ihm gegeben habe von mir, die hat er auch noch im Inventar gehabt, die ist bestimmt auch weg, jetzt nehme ich einfach die hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue bestellt, die soll heute ankommen. Das Ding ist, heute Abend kommt auch erst der HDMI-Splitter an. Ich muss mal schauen, weil ich muss das Bild splitten. Das muss nämlich auf den Bildschirm und auf die Capture-Card. Denn bei der ist das Besondere, die hat halt einen USB 3.0-Eingang und nur einen einzigen HDMI-Eingang. Und da soll die Konsole rein, und ich weiß nicht, wie ich das Bild auf dem Bildschirm gecaptured kriege. Wenn ich in OBS gleichzeitig halt streame, muss ich mal schauen. Vielleicht brauche ich auch gar keinen HDMI-Splitter dafür. Aber ich habe mir den zur Sicherheit bestellt. Kostet 15 Euro so ein Ding. Und ja, wie gesagt, halt, dann werde ich das alles heute einrichten. Ich weiß nicht, wann ich heute streame, ob ich heute streame. Kann auch sein, dass wir morgen erst zum Open-End-Livestream wieder streamen. Ne? Gemba kommt ja morgen. Jetzt sag nicht, die kann das nicht abbauen. Doch, kann sie. Aber wie langsam baut die denn bitte ab? Was ist denn mit der Axt los? LOL. Ist ja mal mega langsam. Ist ja eine Eisenaxt besser als die hier. Naja, auf jeden Fall habe ich das alles jetzt so ein bisschen geregelt bekommen. Ja, und das war der Grund, warum ich Horizon Zero Dawn letzten Endes nicht aufnehmen konnte, ja. Und das habe ich auf Twitter und sonst wo gepostet. Und ich muss das jetzt einfach mal ansprechen, weil mich macht das echt, ja, nicht wütend oder so. Sie ist kaputt. Sie ist einfach kaputt. Die hat jemand kaputt gemacht. Ich habe gedacht, die wäre ganz, weil die sieht nur aus, als wenn die ganz wäre.
Ja, gut, alles klar. Das erklärt auch, warum die so langsam ist. Auf jeden Fall, ich habe mir gestern dann die Mühe gemacht, habe Crosscode aufgenommen, so ein Retro-Game, was ich jetzt gerne noch bringen will zusätzlich. Ich habe ja gesagt, ich will in die Richtung Multigaming gehen, bei mir soll das jetzt eine Abwechslung geben. Ich will nicht jeden Tag immer nur dieselben Videos hochladen, das habe ich ja auch ganz klar gesagt. Das ist ein Grund, warum es so viele Projekte jetzt auf meinem Kanal geben wird in Zukunft. Auf jeden Fall habe ich gestern dann Crosscode aufgenommen, ich war um 3 Uhr morgens schon wach oder so. Und hab dann angefangen aufzunehmen und hab, glaube ich, 6 oder 7 Stunden fast im Schnitt aufgenommen. Also ich hab 12 oder 14 Folgen knapp von Crosscode vorproduziert. So, und dann habe ich um 18 Uhr gestern, damit überhaupt um 18 Uhr ein Video kommt, Crosscode angefangen hochzuladen. Also die erste Folge kam gestern. Und was machen die Leute? Die schreiben in die Kommentare, komplett, also das war schon wirklich spammäßig, was mit Horizon Zero Dawn ist. Und aus Wut disliken einige das Video. Ich meine, ich komme damit ja gut klar, wenn die Leute, das Video nicht interessant finden und es einfach nicht gucken. Aber aus Wut das zu disliken, ich meine, ich habe mir ja extra die Mühe in dem Sinne gemacht, um euch überhaupt ein Video zu liefern. Und wenn man dann ein Projekt 10 Folgen, weil es einem super, also mir persönlich macht dieses Spiel ultra viel Spaß. Und ich denke, die Leute, die gestern im Livestream dabei waren, das sind halt einfach nur wenige. Deswegen denke ich, dass viele von euch teilweise mir das manchmal gar nicht abkaufen oder denken, dass das gelogen ist, was ich sage. Aber mir macht das Spiel super viel Spaß. Ich war gestern im Stream, ich war mega ruhig. Ja, das ist halt einfach bei mir so. Je mehr Spaß mir ein Spiel macht und je mehr ich mich da rein vertiefe, umso, umso mehr fesselt mich so ein Game halt einfach und umso mehr Spaß macht mir das auch. Und das ist halt einer der Gründe so, warum ich dann gestern so ruhig war im Stream, weil mir das Spiel einfach ultra viel Spaß gemacht hat und mich so gefesselt hat. Ja, und dann disliken die Leute das Video aus Wut. Und ich sitze dann hier und denke mir dann einfach abends so, hey, Kevin, du hast jetzt knapp 12 Folgen von diesem Spiel aufgenommen und die erste Folge disliken die Leute so wie bekloppt, nur aus Wut, weil nicht das Video kam, was sie sich gewünscht haben, obwohl ich ja noch hingegangen bin und das extra erklärt habe, was Sache ist. Also, Horizon Zero Dawn ist nicht beendet und es freut mich auf jeden Fall, dass ihr auch Interesse daran habt, aber aus Wut dann ein anderes Video einfach zu disliken. Das Einzige, was ihr damit jetzt erreicht habt, ist, dass ich mir gedacht habe am Ende, du hättest einfach statt 12 Folgen davon aufzunehmen, hättest du einfach hingehen können und hättest einfach 6 Stunden noch schlafen können oder vielleicht sogar sinnvollerweise einfach mit deiner Freundin was unternehmen können, so nach dem Motto, ja? Also das ist jetzt so, für mich, mir kommt das gerade so vor, als wenn ich diese 6 Stunden, die ich das Spiel aufgenommen habe schon, ja, und ich denke, dass ich jetzt nicht mehr viel bei diesem Spiel aufnehmen kann, weil das nicht ein sonderlich großes Game momentan ist, da es sich noch im Early Access befindet. Ich kann jetzt, glaube ich, noch ein paar Stündchen da paar Parts aufnehmen, ja. Dafür wird es noch ausreichen und die wollte ich heute machen. Aber ihr habt damit einfach nur erreicht, dass ich mir letzten Endes jetzt gedacht habe, so, jetzt hast du das hochgeladen, war eigentlich komplett sinnfrei. Hättest du dir auch sparen können, so nach dem Motto. Ja, super, hat nicht ausgereicht, schade. Ja gut, da muss ich nachher, wenn ich online komme, nochmal 2 machen. Komme. PS habe gerade aufgenommen. So. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, halt, habe ich mir letzten Endes gedacht, so, war total sinnfrei. Hätte ich gar nicht aufnehmen müssen, so, ne? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Wie gesagt, halt, momentan bin ich echt, also das war eine Sache gestern, die hat mich so echt ein bisschen runtergezogen und demotiviert. Und fand ich echt sau schade, weil ich super viel Spaß an dem Spiel hatte. Und das hat mir einfach so gezeigt wieder, dass man nicht ganz einfach so das machen kann, was man möchte auf YouTube und dass das nicht von den Leuten teilweise toleriert wird, weil einige vielleicht noch immer so in dem Gedanken sind, dass die YouTuber das zu machen haben, was die Zuschauer sagen. Und unter den Umständen, muss ich auch ganz ehrlich an der Stelle mal am Ende erwähnen, möchte ich kein YouTube machen. Für kein Geld der Welt, für keine Reichweite der Welt. Ich sag mal so, es gibt einige Leute, die der Meinung sind, alle YouTuber sind geldgeil und wollen nur bekannt sein und so. Und es gibt bestimmt einige, die das zu ihrem Privileg gemacht haben, aber zu den Leuten zähle ich mich definitiv nicht dazu. Wenn ich das zu meinem Privilegien machen würde, Geld und Reichweite, dann würde ich den ganzen Tag nur Minecraft hochladen und daran Spaß haben. Aber ich fände es ganz cool, wenn man nicht versucht, mit Absicht jemanden einfach den Spaß an dem, was er gerne macht, zu nehmen, indem man es einfach mit Absicht dann, also ich will jetzt nicht sagen hated, aber gestern, also das war ja schon wirklich ein kindisches Verhalten da, Leute, ne? Also,
Ich meine, Twitter, ich glaube, da kann man sogar schon die Tweets von Leuten einsehen, ohne dass man dort angemeldet sein muss. Und das ist ja nicht gerade ein Geheimnis, das ich schon öfters erwähnt habe, dass ihr mir einfach auf Twitter folgen sollt oder auf Twitter schauen sollt. Da erfahrt ihr die Infos als allererstes. Und da habe ich 2 Posts hintereinander gemacht, dass ich Probleme mit der Avamedia-Karte habe. Ich habe es in einem Video gestern erwähnt, ja. In dem Craft Attack Video, aber da sehe ich auch ein, das guckt halt nicht jeder. Aber auch in meinem Livestream habe ich es gestern gesagt, mehr Informationsquellen habe ich einfach nicht. Da müsst ihr doch einfach mal hingehen und versuchen nachzudenken, so hey Kevin, okay, kein Horizon Zero Dawn, woran liegt das? Vielleicht mal einfach dann die Quellen absuchen, ne? So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bevor der Revi gleich durchdreht. Bis dann, tschüss!